Aktion beendet. Nadeltausch. Uplay, ja genau, das ist ja dieser Account mit E und R. Dieser Account, wo ja, wo man dieses Spiel sich ja sozusagen anmelden muss. Denn ja, so wie. Es ist so eine ähnliche Plattform, eigentlich so wie Steam, so kann man sich das gut vorstellen. Hi, verkaufst du? Verkaufen? Was denn? Ernsthaft? Der Jason Brody und du hast keine Ahnung von nichts? Ist schon gut. Ich bring es dir bei. Ja, mach das mal. Wir sind eine echte Firma hier. Die Inseln wimmelten nur so von japanischen Soldaten. Findest du eine Leiche? Besorgt dir die Marken. Wir kaufen sie dir dann ab. Was bekommt ihr dafür? Wir benutzen die Marken, um die Familien zu suchen. Und schicken die Leichen dann zurück. Nicht umsonst. Natürlich nicht umsonst. Die Familien bekommen ihre Angehörigen und wir können weitermachen. Wir sind ja nicht die UNO. Was für eine Scheiße, ey. Ich lass dich wissen, wenn ich Marken finde. Du bist dabei? Super! Aber ich will, dass die Familien Rabatt bekommen. Was? Ganz ehrlich? Du willst die Hilfe von dem Jason Brody, hm? Das ist richtig. Ich werde das so bereuen. Tja, ich bin der Jason. Gehe zum Holzfällerkampf. Das ist auch jetzt hier. Sammle alle Erkennungsmarken der japanischen Soldaten. So, dann müssen wir... Oh, drei Ziele haben wir hier. Haben wir ganz schön viel zu tun hier immer noch. Also, wenn man wirklich alles komplett säubern möchte, so wie wir es jetzt bis jetzt getan haben. So wie es aussieht, haben wir jetzt wirklich alle Quests hier gemacht. Wirklich alles. Aber bis wir das echt alles gemacht haben, müssen wir wirklich noch so ein bisschen, ne, rumlaufen. So wie diese Quest jetzt hier noch durchführen. Aber dann haben wir wirklich auch hier alles gemacht. Wie es aussieht, handelt es sich hier auch nicht um gegnerischen Kontakt oder so, sondern hier geht es wirklich nur um stures Gesammle. So, hier sind die erste Marke. Japanischer Soldat und Japse. Da wollen wir gleich mal zum nächsten Japsen. Stinkt ja auch schon wieder Urin. Diese gegen den Windpisser, hä? Na gut. Wisst ihr, dass ich sowas nicht ernst meine. Bisschen Spaß muss sein. Ich muss eigentlich gerade eben Auto aufnehmen können. Ich meine, ne? Bisschen aufs Gas drücken. Ha. Wieder so ein unwitziger Witz. Ist mir hier richtig? Ah, so gut wie. Autsch. Oder? Warte mal, ich bin jetzt schon. Ne, ich bin schon dran vorbeigelaufen. Na toll. War der doch da oben irgendwo? Aber wo? Ah, da, mein Freund. Der sieht immer schon so, ja, mehr oder weniger so ein bisschen vergammelt aus, ne? Wenn ich mal schon so sagen darf. Nicht mehr so der neueste, der frischeste. Ich glaube, seine besten Jahre sind auch schon um. Und diese dramatische Musik hier auch, ist ja echt frech. So, die rote, die davon finden wir eigentlich echt am wenigsten von dem Kraut. Stecken uns auch nochmal einen für einen. Und wo ist der hier? In einem Bunker oder was? Na? Ich will mal wetten, dass er hier gleich links oder rechts irgendwo sitzt. Da sitzt er auch schon. Kleines Nickerchen gemacht. So, die Marken hätten wir alle. Und dann wieder oben zu unserem Außenposten und dann sind wir alle glücklich. Ich glaube, so richtig erschöpft war ich noch gar nicht. Ich glaube, das geht auch gar nicht mit unserem guten Jason. Und zu Fuß muss ich auch sagen, kommt man eigentlich ganz gut überall hoch. Ja, geil. Und ja, jetzt können wir auch sogar beim Laufen nachladen. Das ist echt praktisch. So, mein Freund. Deine schönen Marken hier. Haha, das war's dann, Mann. Du bist eine Maschine.
Das reicht, um uns das ganze Jahr zu beschäftigen. Die alten Marken. Erfolg. Sehr schön. Gut, das gab auch gleich wieder ganz gut Cash. Mittlerweile können wir schon über 2000 Dollar safen. Und ja, Leute. Damit haben wir auch eigentlich alles getan, was wir hier wollten. D.H. Wir können uns jetzt hier ins nächste Land begeben. Aber ich würde sagen, ja, jetzt bevor wir das tun, gehen wir erstmal zum Außenposten, oder nicht? Sollen wir das alles mal fahren? Ja, ich glaube, wir gönnen uns mal echt eine lange Fahrt. Wir können natürlich jetzt auch Noob-like uns schon mal ein Stückchen porten. Hey! Hoppla! Aber nein, wir haben Spaß beim Fahren. Wir fahren mal ein bisschen Auto, komm. Wäre ganz geil, wenn man den Radiosender nochmal so ein bisschen umändern könnte. Ich meine, aber ich glaube, hier so groß auf der Insel haben sie jetzt auch keine Radiosender. Also von daher bin ich ja echt hier schon erstaunt, dass wir überhaupt irgendwas empfangen. Naja, kann auch sein, dass dieses Buschtrommeln aus dem nächsten Gebüsch kommt. Das war hier gerade die Handbremse. So, ich würde echt sagen, bevor man mal in irgendein neues Land geht, dass wir echt erstmal immer den Funkturm als erstes entdecken. Ich würde sagen, auch jetzt hier, das haben sie ja wirklich sehr nett designt. So mit diesem türkischen Teppich hier. Das würde man ja ein Gebiet nicht kennen. Ach komm, so ein paar Feinde, die ignorieren wir doch mehr oder weniger. Das juckt uns auch schon gar nicht mehr. Und ich muss sagen, yo, den Weg, den finden wir hier ganz gut durchs Gebäude. Bloß jetzt irgendwo hängen bleiben. Das wäre schade. Nur auf einmal einen Blick auf die Map sollten machen, schmeißen sollten. Aber ich sag einfach mal nein, wir finden das auch so. Ja, da ist auch schon. Ui, da haben wir wieder irgendwas übergemäht. Gibt nur einen kleinen Kratzer, nicht mehr. Da sind wir schon. Ich freue mich schon richtig gleich schon wieder auf dieses kleine Video mit diesen geilen fetten Zooms. Auf stehe ich nämlich so ziemlich. So, wo soll denn das jetzt hier hochgehen? Ich blicke jetzt gerade nicht so ganz. Hier. Nee. Wo gehen das hoch? Warte, müssen wir mal von Distanz angucken. Also, wir haben jetzt hier in der Mitte. Hier ist ein bisschen gestrüppt. Hier können wir sicherlich uns um die hochziehen. Habe ich es mir gedacht. Ja, voll. Dann würde ich sagen, kann man es hier sicherlich hochlaufen. Haben wir rumgedreht. Da fallen wir direkt wieder runter. Hier ist auch so ein bisschen gestrüppt wieder. Perfekt. Ein bisschen klettern, das ist auch alles verbunden. Und ich möchte sagen, das sieht doch richtig schön hier aus. Wow, mein Gott, ey, ich falle da gleich runter. Ob das so gedacht ist, dass ich da rüber geklettert bin? Ah, komm schon! Ah, kletter da hoch! So. Ey, ich hasse ja sowas. Ich würde sowas niemals machen. Ich habe so eine Höhenangst. Ich habe sogar in jedem Spiel, wo man irgendwo hochklettern muss, jedes Mal habe ich Höhenangst. Es geht echt gar nicht klar. Aber, ne, man sagt einmal, so sowas geht nur weg, wenn man direkt konfrontiert wird damit. Und ich würde sagen, ja, das ist hier direkte Konfrontation. So, da oben muss ich zum Glück nicht mehr ganz hin. Denn hier ist auch schon unser, ja, unsere kleine Box. Jedes Mal dasselbe. Zack, das wegmachen, den Schalter hoch und links noch ein. Na, genau, so war das. Oh yeah, baby. Und zack, uns die neuen. Okay. Ganz schön gebirgig hier. Alles klar, Funkturm aktiviert. Und wo ist unsere Seilbahn, die wir immer vielversprechend suchen? Drei von 18 Funktürmen aktiviert, also so ein paar. Brauchen wir wohl noch. Und es gibt. Alter, jetzt schalten wir gerade ganz schön viele neue Sachen. Ja, immer wenn man neue.
Funktürme freischalten, gibt es ja auch mal neue Waffen. So wie es aussieht, haben wir da irgendwie gerade so einen geilen Bogen freigeschaltet bekommen. Nice. Ah, ein Hai wollten wir noch umlegen. Ganz genau, nicht vergessen. Aber ich glaube, bevor wir das tun. So, müssten wir jetzt da ganz genau da befinden. Gibt ja wieder viele fremde Tiere hier, aber wir machen uns erstmal auf den Weg. Und ja, ich würde sagen, wir machen direkt mit der Mission weiter. Nice, hier sind auch ganz schön viele von den Freunden hier. Irgendwas Böses drin? Nee, nicht, dass es aussieht. Kann ich eigentlich immer dauerhaft den Fotoapparat auspacken? Ja, kann ich. Nice. Ah, ist auch ganz geil. Jetzt habe ich mir die so richtig so als Ziel markiert. Das ist echt praktisch. Ach, das meinten die auch einmal damit. Von wegen, haben wir ja schnell gecheckt. Von wegen, dass wir uns die Ziele genau markieren können. So, alles klar. Es geht nicht ab, ey. Ist ja alles. Das sind sogar Tiere. Tiere, die wir sonst gar nicht kennen, die wir bestimmt noch irgendwie brauchen. Bleibt mal stehen, meine Freunde. Ich möchte doch nur euer Bestes. Ist mal hier ein Schaf oder irgendwie sonstiges? Was ist denn das? Nein! Bleib oben. Komm schon, ich will dich häuten. Ja, ganz genau. Und da unten ist noch eine weitere Mission noch. Ein Ziegenfell, geil. So, damit können wir uns auch schon wieder irgendwas Neues basteln. Und zwar einen einfachen Pfeilköder. Köcher meine ich natürlich. So schnell kann das gehen, Freunde. Gut, also da hätten wir noch eine weitere Mission. Ja, aber die machen wir erst später. Wir wollen ein bisschen weiterkommen. Ich muss ja sagen, wow. Scheiße, wir wählen hier gerade keinen guten Weg. Und ich wollte auch sagen, mit unserer Munition kommen wir auch nicht mal ganz so weit. Da bräuchte ich mir gleich nochmal irgendwo ein Buy-in oder so, irgendwie sowas. Oder eine gute Idee, wie wir es sonst machen sollen. Denn mit dem Messer können wir es, glaube ich, nicht alles umlegen. Kann schon mal ein bisschen gucken hier. Das ist nicht unser Gebiet da, wo wir. Ja, doch, das ist eigentlich alles richtig, ne? Wo was Gefährliches zu sehen ist, bis jetzt noch nicht. Sollen wir uns jetzt irgendeinen Aussichtspunkt nähern, wahrscheinlich von da aus dann alles aufspionieren? Das ist das Lager. Jetzt zum Alarm. Ja. So, mal gucken, ob ich noch irgendjemand sehe. Vier Freunde schon. So, gucken wir uns mal ganz das Tutorial an. Gegner benutzen den Alarm, um Verstärkung zu rufen. Wenn du einen Alarm zerstörst, bleibt die anderen in der Umgebung aktiv. Halte E gedrückt, um den Alarm zu deaktivieren. Und somit das komplette Alarmsystem auszuschalten. Okay. Ah.
hätten wir schon mal gut gemacht. Frage nur, wie es weitergeht. Ja, doch, doch, das sieht ganz gut aus. Läuft da nämlich schön hin. Ja, das hast du nämlich auch. Ich hab Angst. Steht deinem Freund da so dicht? Was ist denn das? Kein Plan. Ja, entspann dich mal ein bisschen. Ich habe ihn ganz schnell danach F gedrückt, so dass man sich eigentlich aufheben sollte. So, dann chillt da auch der nächste. So wie es aussieht, räumen wir die ganze Base einfach gerade hier komplett auf. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, wir räumen hier gerade mehr oder weniger komplett aus. Eigentlich ist ja nur unser Ziel, den Alarm auszuschalten. So. Die Kamera, die finden uns ja auch mal so richtig so, die Gegner. So, die Gegner, die ich sonst gar nicht sehen würde. Na, die zeigt er mir direkt an. Oh. Ziel markiert und sehen wir hier unten irgendwo was? Ja, wir machen das halt professionell, ja. Es wird hier professionell angestellt. Ganz ruhig. Fuck. Haben die uns jetzt hier, das haben die wohl mitbekommen. Alter, scheiße. Was geht denn ab hier? Dieses Tigerlein hier. Wow! Ja, ich drück ja schon die ganz schnell. Alter, leg das um. Scheiße, Mann. Ja. Mit so einem Tiger lege ich mich nicht gerade gern an. Lecker. So. Wo ist der denn? Scheiß auf dich! Ich sterbe! Scheiße, wie wir sie gerade wieder übergemäht haben. Deaktiviere den Alarm, bevor er ausgelöst werden darf. Sagen, das haben wir mehr oder weniger verkackt, denn ich glaube, der Alarm wurde gerade so eben ausgelöst. Ich bin einfach immer derjenige, der es irgendwie immer auf die ja, Brechstangenart und Weise macht, habe ich das Gefühl. Aber ist egal. Hey, das ist okay.
Granate! Okay, den zu aktivieren, das scheint auch schon zu spät zu sein. What the fuck? Hier ist ganz schön viel Hochexplosives, glaube ich. Oder ganz viele Waffen. Raus hier! Granate! Alle in Deckung! What the fuck? Verpisst euch! Verpisst euch, euer Frist! Scheiße, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, bevor ihr gleich noch hier das ganze Rudel da auf uns losgeht. Damit irgendwo in Sicherheit gehen können. Mensch, hier gibt es auch ein bisschen mehr Beutekisten, die wir uns theoretisch alle greifen könnten, wenn wir denn wollten. So, bringe dich in Sicherheit, das hätten wir eigentlich auch schon getan. Na, wohin sollten wir jetzt gehen? Kann ich nur der Straße lang folgen. Wir haben eigentlich alles getan. Das heißt, theoretisch haben wir gerade gar keine Quest. Wir können eigentlich einen nächsten Anruf bekommen, der uns dann wieder Neues ermittelt. Ja, ganz genau. Das war sehr gute Arbeit. Jetzt erzieh mir von deinen Freunden. Geil, wie man sich einfach daran verstecken kann. PC? PC. Pirate Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason. Die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Jojo, Gefängniseinbruch. Alles klar. So, erkunde die Insel oder bricht zur Sunset Cove auf, wenn du bereit bist. So, also entweder wir machen noch ein bisschen weiter an der Insel oder wir brechen auf. So, überprüfe deinen Fortschritt im Handbuchmenü. Abgeschlossene Mission, aktiviere Funkturm, bla bla bla. Ja, das war wirklich so richtig hilfreich. Dankeschön. So, also entweder kann ich mich jetzt hier ja, noch weiter dran austoben. Oder ich soll jetzt auf die nächste Insel, oder wie ist das gedacht? Sieht das jetzt, das sieht ja auch witzig hier aus. Ich muss ehrlich sagen, wenn man sich die Weltkarte mal so ein bisschen anguckt, als wenn das jetzt hier so eine riesen Insel sei und hier geht es dann gleich weiter, oder wie ist das? Wie haben sie sich das generell da gedacht?